Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute werden wir zu Ciel Phantom High. Falls ihr neu auf meinem Kanal sein solltet, herzlich willkommen. Auf diesem Kanal dreht sich alles um Beauty, Lifestyle und Fashion. Wenn euch das auch interessieren sollte, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und dann legen wir los mit dem Video. Let's go! Ich beginne als erstes mit der Foundation. Dann will ich die Urban Decay Stay Naked Foundation verwenden. Ihr wisst nicht, wie lange ich immer überlegen war, welche Foundation ich nehmen möchte. Weil Ciel ist sehr, sehr hell. Und ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass ich jemals so einen richtig glowy Finish verpassen möchte. Und ich glaube, die Stay Naked ist die matteste Foundation, die ich habe. Obwohl sie jetzt auch nicht richtig totmatt ist. Dazu benutze ich auch den passenden Concealer, den Stay Naked Concealer. Da nimmt man schon so wenig und dann ist es doch noch zu viel. Ich brauche den Schwamm, damit ich den Concealer wieder abnehmen kann. Oder zumindest dezimieren kann, was da an Menge rausgekommen ist. Den Concealer setze ich jetzt mit dem Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finishing Powder. Ich habe festgestellt, dieses Puder, ich besitze es in Ton 1, falls die Kamera das irgendwie zeigen möchte, I don't know. Aber dieser Ton 1 ist für manche meine Foundations zu dunkel. Das macht einen Schatten unter meinem Auge. Ja, mit der Urban Decay habe ich es jetzt noch nicht ausgetestet, aber wenn das hier auch der Fall ist, dann werde ich dieses Puder demnächst auf jeden Fall deklattern, weil Ton 1 ist zu dunkel und es gibt nichts Helleres. Hier schon wieder, hier ist jetzt so ein richtiger dunkler Streifen. Warum? Alle sind so begeistert von diesem Puder. Und für mich ist es einfach zu dunkel. Also als Puder, so als Produkt, ist es geil, aber es ist zu dunkel. Ist da draußen noch jemand so hell wie ich oder auch sehr, 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 sehr hell? Die Helligkeit über die Kamera zu definieren ist ja sowieso generell sehr schwer. Und hat dieses Puder auch und hat das gleiche Problem. Ich fühle mich gerade nämlich irgendwie richtig allein gelassen mit diesem Problem, dass dieses Puder zu dunkel ist. Das sollte ja eigentlich kein Declutter-Video werden, aber dieses Puder fliegt definitiv raus. Ich kümmere mich jetzt um den Bronzer bzw. Contour. Also ich werde jetzt Bronzer und Contour mit diesem Konturton machen, weil Ciel ist einfach irgendwie so richtig fahl im Gesicht, blass. Hell. Also der hat eigentlich kaum Leben in seinem Gesicht und deswegen werde ich das Konturpuder verwenden, weil es ist das Aschigste, was ich da habe. Ich mache jetzt meine Augenbrauen mit dem Anastasia Beverly Hills Dip Brow. Ich werde da, glaube ich, gleich nochmal mit einem dunkleren Lidschatten drüber gehen, weil Ciel hat eigentlich so schwarze, blau-schwarze Haare, irgendwie sowas. Aber die Pomade hält meine Augenbrauen ganz gut in Form und nachher gehe ich nur nochmal mit ein bisschen dunklerer Farbe drüber. Habt ihr eigentlich Black Butler geguckt oder die Mangas gelesen? Ich habe fast alle Mangas gelesen und ich glaube die ersten zwei, drei Folgen auch gesehen vom Anime, aber ich habe eher die Manga gelesen, als dass ich mir den Anime angeschaut habe. So ein ganz bisschen Leben möchte ich Ciel doch noch geben, denn ich werde jetzt vom Milk Makeup einen Cream Blush auftragen. Das ist die Farbe Halo. Das Ganze blende ich mit einem Pinsel aus. So, dann benutze ich jetzt endlich das Produkt, was ich sowieso schon die ganze Zeit in der Hand halte, den Becca Pearl Highlighter, was ein sehr weißlicher Highlighter ist. Ich denke, der passt sehr gut zu Ciel, weil er eben sehr kühl ist. Und dieser Highlighter ist auch sehr kühl und icy. Ich mag den sehr, sehr gerne, aber mittlerweile bin ich so ein bisschen mehr auf so Champagne-y. Da ich jetzt auch welche habe, die auch wirklich für meinen hellen Hautton funktionieren. Dann kommen wir auch schon zum Lidschatten und da werde ich die Soft Glam Palette verwenden von Anastasia Beverly Hills. Ich fange mit dem Ton Dusty Rose an und gebe den in die Lidfalte. Blende den sanft nach oben. Gebe den auch ein bisschen an den unteren Wimpernkranz. Dann nehme ich den Ton Cypress Amber und wirklich nur ein winziges bisschen davon. Wie gesagt, die Lidschatten hier sind sehr pigmentiert und ich möchte es nicht zu dunkel haben. Und gebe das ins hintere Drittel und blende das ein bisschen in die Lidfalte mit rein.
dem Restprodukt noch ein bisschen an den unteren Wimpernkranz, aber wirklich nicht viel. Wirklich ganz hinten bleiben. Und dann nehme ich den Ton Tempera, den werde ich jetzt mit den Fingern auftragen, einfach auf das gesamte restliche Lid. In den Innenwinkel werde ich auch bei dem Becker Pearl Highlighter geben. Hat jetzt nicht den allerkrassesten Effekt auf dieser Erde, aber er öffnet auf jeden Fall das Auge. Und wenn das Licht drauf fällt, je nachdem wie es drauf fällt, schimmert es auch. Wie gesagt, das ist ein Highlighter und wir alle kennen das Spiel mit den Highlightern. Die schimmern nur, wenn auch das Licht wirklich drauf fällt. Dann nehme ich mir jetzt nochmal die Soft Glam Palette. Ich habe ja noch gesagt, ich möchte über meine Augenbrauen drüber gehen. Und dann nehme ich mir ein Müh von diesem Schwarz. Auch wieder nur sehr, sehr wenig. Und versuche meine Augenbrauen damit etwas dunkler zu machen, ohne sie zu krass zu dunkel zu machen. Wow, und das Müh da reingehen hat für die ganze Augenbraue gereicht. Dann gehe ich jetzt nochmal in diesen schwarzen Ton. Ziehe mir eine feine Linie am unteren Wimpernkranz. Auf diese Linie werde ich nämlich gleich Lashes aufkleben. Und dann werde ich mir mit dem Schwarz auch noch einen Wing ziehen. Dann werde ich mir jetzt schnell eben Lashes aufkleben und dann sehen wir uns gleich wieder. Und tada, so weit, so gut. Ich habe mir die Perücke jetzt schon aufgesetzt, den Hut dazu aufgesetzt und natürlich die Lashes aufgeklebt. Ich habe hier unten zwei einzelne Wimpern aufgeklebt, die ich mal von anderen abgeschnitten habe. Es gibt natürlich auch Wimpern, die man sich so kaufen kann. Jetzt bleibt eigentlich nur noch ein Step, den ich immer zum Schluss mache, nämlich die Lippen. Und da werde ich von Essence diesen Lipgloss auftragen. Das ist die Farbe Think Pink. Und das wäre auch schon der fertige Look. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne einen Daumen nach oben geben, mich vielleicht auch abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video.